Ene, mene, mu und drin bist du. Hallo und herzlich willkommen hier zum Online-Gottesdienst der Kirche auf dem Ölberg. Schön, dass du eingeschaltet hast. Fast jeder von uns kennt doch das Gefühl, wenn man irgendwo der oder die Neue ist. Man kommt neu dazu und man muss sich mit den ganz eigenen Regeln und Interaktionen in Gruppen, in Vereinen, in Schulklassen auseinandersetzen. Nicht immer ist das so ein schönes Gefühl. Also den Christen vor 2000 Jahren ging es da gar nicht so viel anders. Das wissen wir deswegen, denn Paulus schreibt im Korintherbrief an die Gemeinde in Korinth, in Kapitel 10, Vers 23, alles ist erlaubt, aber nicht alles ist auch gut für euch. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Also hatten die, glaube ich, schon ganz ähnliche Probleme. Ich bin gespannt, gleich vielleicht mehr davon zu hören. Und ich freue mich jetzt auf Uli und Frank Hübner, die auch noch ein Wort mitzureden haben. Die singen nämlich das erste Lied und es heißt Ein Wort. Er strahlt mit hellem Glanz in unsere Welt hinein, umhüllt im eigenen Leben. Im eigenen Licht, er kommt auf unseren Weg und alles Dunkel weicht, wenn er nur ein Wort spricht, wenn er nur ein Wort spricht. Wir wissen viel, sehen nicht weit, an unseren Grenzen ist Ratlosigkeit. Wem außer dir schon die Zeit, Erfahrung ist begrenzt und Hoffnung treibt uns an, Vertrauen trägt uns weit, Vertrauen trägt uns weit. Wir wissen viel, sehen nicht weit, an unseren Grenzen ist Ratlosigkeit. Wem außer dir Also was wir gerade bei unserem kleinen Spiel hier festgestellt haben, ohne Regeln geht es nicht. Noch verheerender, wenn man zusammen spielt und jeder hat so seine ganz eigenen Regeln. Ihr kennt das. Man trifft sich zu einem gemeinsamen Spiel und prompt sagt die andere Fraktion, bei uns zu Hause machen wir das ganz anders. Und schon klappt es eigentlich nicht mehr so toll. Gut, wenn man die gleiche Grundlage hat und man weiß wenigstens so ungefähr, dass jeder irgendwie nach Hause kommen muss.
Auch das war, glaube ich, ein kleines Problem vor 2000 Jahren. Man hatte viel gelernt, man hatte eine gute gemeinsame Grundlage und Jesus hatte einen wahren Schatz hinterlassen an guten Vorschlägen für gutes Zusammenleben. Aber wie das alles übereinander bringen? Spannende Zeiten, damals vor 2000 Jahren. Ob das so richtig geklappt hat, verrät uns Ralf nun in der Predigt. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, wie Christen ticken. Wie ticken denn Christen? Vielleicht bist du ja so ein Insider, was Christentum angeht und du kennst schon unheimlich vieles. Und dann kann diese Predigt dir ein bisschen helfen zu verstehen, warum Sachen manchmal in Kirche, in Gemeinde sind, wie sie sind, wo da die verschiedenen Gruppierungen sind, warum es manchmal auch Konflikte zwischen denen gibt. Ja, weil das ist alles auch nicht neu, sondern die viele Sachen gibt es schon seit 2000 Jahren. Und wir gucken heute mal vor allen Dingen in die Apostelgeschichte rein, weil wir da merken, wo so, ja, welche inneren Spannungen da sind. Vielleicht bist du ja auch gar nicht so christlich oder willst erstmal von außen reingucken, überlegst dir, wie ticken denn Christen eigentlich, womit beschäftigen die sich eigentlich? Dann kriegst du heute noch einen tieferen Einblick so, ich sag mal, in interner, wie das so eine Innenansicht von Christentum ist. Und ich glaube, das ist auch relativ unabhängig von der Konfession oder dem Denomination. Das ist eigentlich immer wieder ähnlich. Wir haben uns letzte Woche die Judenchristen angeguckt. Das waren die Mannschaft, die Jesus hinter sich versammelt hatte, von Juden, also frommen Leuten, die der Tora, dem Psalmen und den Prophetenbüchern verpflichtet waren, dem heiligen jüdischen Gesetz, und die gesagt haben, hey, wir folgen Jesus, das ist unser Messias. Und zu diesen Leuten sagt der auferstandene Christus etwas in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und wenn ihr mal versucht, das mit den Ohren eines Judenchristen zu hören, dann werdet ihr merken, dass da schon die erste große Herausforderung drin ist. Wie hört ein Judenchristen die folgende Verheißung oder den folgenden Aufruf Jesu? Jesus sagt, wenn der Heilige Geist gekommen ist, werdet ihr Kraft erfahren und ihr werdet meine Zeugen sein. Sowohl in Jerusalem als auch in Judäa und in Samaria und bis ans Ende der Erde. Ihr versteht, ne? Für richtige Juden, die haben sich ja möglichst weggehalten von allen. Also in Jerusalem und Judäa Zeugnis geben, so in dem Bereich, was mir nahe ist, was mir liegt, was mir vertraut ist, wo die Leute meine Sprache sprechen, vielleicht auch meine kulturelle Sprache sprechen, alles gut. Samaria, wo die Heretiker leben, die so halbgläubigen, abgefallenen, ist schon nicht mehr ganz so gut. Bis ans Ende der Erde ist erstmal fürchterliche Katastrophe, ja, geht gar nicht. Nicht für einen richtigen Juden, so wie sie damals waren. Heute ist vielleicht auch nicht mehr so. So, und wenig später geht es dann richtig los. Es geschieht Pfingsten. Und Menschen aus allen möglichen Ländern bekehren sich. Das waren zuerst die echten einheimischen Juden, die da waren. Dann waren das die Juden, die aus verschiedenen Völkern zum Judentum übergetreten waren. Das Judentum war damals hochgradig attraktiv für andere, gerade für Griechen und für Römer, die Nase voll hatten von ihren Vielgöttern und den ganzen Verwirrungen da im Pantheon. Und ja, und dann noch Leuten, die mit dem Judentum eigentlich gar nichts zu tun hatten. Also römische Soldaten, griechische Händler und so, die einfach nur da waren, ne? Und die alle nahmen Jesus als ihren Messias, als ihren Herrn an und waren plötzlich auf einmal alle zusammen. So, da merkt ihr jetzt schon, wie die erste Übereinstimmung vielleicht mit heutiger Gemeinde oder Kirche ist. Ja, wir haben Leute, die so ganz traditionell verhaftet sind in ihrer Konfession, ihrer Denomination, die so wissen, wie es ist, die sich wohlfühlen, die auch sagen, boah, das ist mir aber wichtig. Und dann haben wir Leute, die von außen kommen und die vielleicht ganz, ganz anders ticken, ja, und wo
wo man auch immer häufig merkt, so ja, vielleicht die wissen überhaupt nichts über Religion oder über das Christentum. Ja, da die kennen weder die Weihnachtslieder noch sonst irgendwie was, ne? Und haben so diesen kulturellen Background einfach gar nicht mehr. Und wenn du so verschiedene Leute zusammen hast, auf einmal auf einem Haufen in einer Kirche, in einer Gemeinde, ja, was machst du denn dann damit? Dann musst du überlegen, wie du mit den Unterschiedlichkeiten umgehst. Und man muss überlegen, ob es nicht auch eine Grenze der Offenheit geben muss. So nach dem Motto, wer für alles offen ist, der ist nicht ganz dicht. Könnte man so sagen, dass es so sein sollte. Tja, das war aber nicht das, was Gott vorhatte. Denn anstatt die Gemeinde zu stabilisieren, hatte er etwas anderes vor. Er ließ Verfolgung zu. Und so wurde das Wort von Vorpfingsten wahr, dass sie hingehen würden nach Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde, aber sie gingen oftmals gar nicht freiwillig. Denn bis auf die Apostel wurden sie durch die Verfolgung zerstreut, erzählt uns das Apostelgeschichte 8. Das heißt, die Gemeinde hatte ganz viel verloren. Sie war ausgestoßen und sie war verfolgt. Und dann kam noch mehr Unsicherheit. Also Unsicherheit nicht nur in äußeren Lebensumständen, sondern auch noch Unsicherheit darin, wie man sich jetzt sortiert. Ja, wie man, wie offen man sein muss. Ich glaube aber, dass Gott mit uns am besten arbeitet, wenn wir unsicher sind. Und deshalb lässt er manchmal auch Schweres zu, damit wir nicht zu fest auf unseren beiden Beinen auf dem stehen, was wir kennen, was wir wissen, was wir wertschätzen. Und deshalb lässt er auch Schweres zu. Und das ist nicht angenehm, ist nicht schön. Und ich wünsche mir es für mich nicht und auch sonst für keinen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man mal verunsichert wird. Und dann erzählt ab dieser Stelle ungefähr in der Apostelgeschichte, erzählt die Bibel dann einiges über die Konflikte zwischen den Judenchristen und den Heidenchristen. Also denen, die nicht den alten Traditionen verpflichtet waren und sich nicht anpassen mussten. Oder doch, je nach Meinung, ne? Was geschah? Petrus hatte seine Vision, Apostelgeschichte 10, und da fordert Gott seine Offenheit heraus für das Fremde und für die Fremden. Und Petrus versteht, dass man kein Mensch unheilig oder unrein nennen darf. Gott sieht die Person nicht an, sondern in jeder Nation ist ihm angenehm, wer Ehrfurcht vor ihm hat und gerecht lebt. Das war eine Riesenherausforderung für Leute, die in einer großen kulturellen Isolation lebten. Also die passen nicht zu uns mehr. Ja? Und wer das tat, wer sagte, die passen aber nicht zu uns. Man kann das mit Worten tun, manchmal auch durch, dass ich gar nichts tue. Wer das tat, der verleugnete seine Geschwister und verleugnete dadurch Christus selbst. Und dann geschah es, dass in Antiochia, einer anderen Stadt, auf einmal Judenchristen völlig fremden Leuten predigten und die bekehrten sich, die wurden Christen. Ne? Das war kein geplanter Schritt, sondern die Stadt war einfach voll mit Heiden. Das war auch eine Gründung der Stadt, nicht wirklich viele Juden lebten. Aber die bekehrten sich einfach spontan. Wir waren erst diese Heidenchristen, die werden im Neuen Testament auch oft Griechen genannt. Was waren das plötzlich für Leute, die dabei waren, ja, sie so anders waren? Also die sprachen kein Aramäisch, die konnten meistens die heiligen Schriften nicht lesen, die hatten auch wenig Ahnung von der Geschichte Gottes mit Israel. Das merkt man so an der Art, wie Paulus in seinen Briefen argumentiert. Also zum Beispiel waren die Galater bekehrte Juden und da gibt es eine ganze Menge Zitate aus dem Alten Testament, mit denen er so arbeitet. Bei den Epheser war das komplett anders, das waren diese Heidenchristen und denen sagt Paulus, ihr wart aus den Völkern unbeschnittene Fremdlinge, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels. Jetzt aber seid ihr durch Jesus nah und habt durch den Heiligen Geist Zugang zum Vater. Also nicht viel mit Alten Testament. Die Heidenchristen kamen aus der Welt. Also die waren nicht jüdisch sozialisiert. Sie kannten weder
die richtigen Feiern oder Rituale im Tempel. Die wussten nicht, wie man sich verhalten sollte bei den Schlachtopfern, wie man das Laubhüttenfest zu feiern hatte. Die wussten vielleicht auch nicht wirklich, oder sie fanden es komisch, dass man als Mann beschnitten sein musste, dass man eine ganze Reihe von Lebensmitteln nicht essen durfte. Also sie hatten kein Wissen über diese frommen Selbstverständlichkeiten. Auf uns übertragen, das waren Leute, die nicht wissen, dass man zum Gebet aufsteht, wie man Abendmahl feiert, was überhaupt angemessenes Verhalten sein soll, wie man sich anzieht, welche Räume man wofür benutzen darf oder auch nicht. Also diese ganzen kleinen Übereinstimmungen, die dir zeigen, ob du dazugehörst oder ob du nicht dazugehörst. Gleichzeitig machten diese Leute aber ganz, ganz heftige Jesus-Erfahrungen. In Lystra wird ein Lahmer geheilt. Der Gefängnischef von Philippi erfährt durch ein Erdbeben die Macht Gottes und wird Christ. Andere erhalten Antworten auf ihre Fragen nach dem Wesen Gottes und nach dem Tod. Und so werden sie Christen, so wie Dionysos und Damaris aus Athen. Apostelgeschichte 17. Also heftige, deutliche, authentische Erfahrungen. Vielleicht habt ihr ja solche Erfahrungen auch schon gemacht, ne? Und fragt euch, wie passe ich denn überhaupt in so eine Kirche da rein mit solchen Erfahrungen? Also diese Erfahrungen, die waren ja für Judenchristen richtig irritierend. Die Judenchristen, das waren die Leute um Jakobus und Petrus und Johannes herum, das war der Leiter der Gemeinde in Jerusalem, die kümmerten sich um die Judenmission. Und Paulus und Barnabas kümmerten sich um die Heiden, steht in Galater 2, Vers 9. Und da kommt dann der Petrus, auch Kephas genannt, kommt nach Syrien, hat Gemeinschaft und ist mit den Heiden, bis dann die Judenchristen, die Leute um Jakobus, dahin kommen. Und plötzlich ziehen er und die anderen Judenchristen sich zurück. Von den Heiden, von den Fremden, den Ungläubigen, den Weltmenschen sozusagen, ja. Und Paulus ist darüber, über dieses Verhalten so wütend, er nennt diese Wendehälse Heuchler, Galater 2, und falsche Brüder, ja. Also da hat's richtig, richtig gekracht. Und das gibt einen Konflikt nachher zurück quasi, wenn du mir nach Hause kommst, das gibt einen Konflikt zurück in Jerusalem. Apostelgeschichte 15 erzählt uns davon. Paulus gibt da Zeugnis von der Heidenmission, was passiert ist. Und als erstes gibt es nicht, hey, wie schön, super, toll, sondern es gibt Streit, Vers 7. Ne? Und dann kommt eine Gruppe in die Defensive und die schweigen, Vers 13. Denen gefällt das gar nicht, was sie hören. Die gehen so in inneren Rückzug. Kennen wir heute aus Gemeinde auch, wenn es da verschiedene Richtungen gibt und eine Gruppe dominiert, gibt es ganz häufig, dass die andere sich so in so ein passives, aber ziemlich unfreundliches Schweigen zurückzieht. Und auf einmal merkst du so, boah, da sind unsichtbare Mauern. Puh, kriegt man ja kaum noch überbrückt. Ne? Ganz, ganz schwierig. Das war so dieser innere Rückzug der Judenchristen. Und dann kam Jakobus, der Chef, der Gemeindeleiter. Man denkt heute gar nicht mehr, wie wichtig der damals war. Der hatte die wichtigste Gemeinde überhaupt in Jerusalem. Und wir haben dann die Rede überliefert, in der er viel Altes Testament zitiert. Das ist für die Judenchristen wichtig. Das ist ja die Autorität, ne? Die Schriften. Dann urteilt er in einem Kompromiss und der wird dann nochmal später wiederholt, Vers 29. Und dann kehrt so irgendwie ein Burgfrieden ein. Ich lese mal vor. Also aus diesem Apostelkonzil, aus diesem sehr, sehr schwierige Situation. Ich denke da immer so an manchmal so Gemeindemitgliederversammlungen oder sowas, ja. Okay, also Vers 13 geht's los. Als sie schwiegen, also diejenigen schwiegen, die sagten, das mit der Heidenmission, dass da ungläubige Weltmenschen zu Christus kommen, das gefällt uns aber gar nicht. Aber wir wissen auch nicht so wirklich, was wir sagen sollen. Also lassen wir mal diesen Appell der anderen, dass wir das annehmen, an uns abprallen. Als sie aber schwiegen, ergriff Jakobus das Wort. Liebe Brüder, hört mir zu. Simon, also Petrus, hat gerade berichtet,
wie Gott selbst die Initiative ergriffen hat, um aus den Nichtjuden ein Volk zu gewinnen, das seinen Namen trägt. Das stimmt auch mit den Worten der Propheten überein, denn so steht es geschrieben. Danach will ich zurückkehren, sagt der Herr, und die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen. Aus ihren Trümmern werde ich sie wieder errichten, damit auch die übrigen Menschen nach mir fragen, die Menschen aller Völker, die ich zu meinem Eigentum erklärt habe. Ich, der Herr, werde tun, was ich von jeher angekündigt habe. Darum halte ich es für richtig, dass wir den Nichtjuden, die sich zu Gott bekehren, nicht unnötige Lasten aufbürden, sondern ihnen schreiben, dass sie folgende Dinge unterlassen sollen. Die Teilnahme an Götzenopfern, jede Form von sexueller Unmoral, den Genuss von nicht ausgeblutetem Fleisch und von Tierblut überhaupt. Also es war für die Judenchristen richtig schwierig, die sollten auf einmal offen sein. Und sie haben natürlich gespürt, dass da ein heftiger Verlust drohte. Und Jakobus springt über seinen Schatten. Der hält die Gemeinde zusammen und der argumentiert ganz geschickt mit Jesaja 61, mit dieser zerfallenen Hütte Davids, die wieder aufgebaut wird. Dann kommt Segen auch wieder, ja? Damit auch die Völker, die außenstehenden Nichtjuden zu Gott kommen. Also er hat damit eigentlich gut den Sinn von Gemeinde erklärt. Wenn Gott etwas für unsere Gemeinde, für unsere Kirche tut, ihr hilft, dann damit andere zum Heil kommen. Anders gesagt, es ist Sünde zu sagen, die passen nicht zu uns. Denn Gemeinde, Kirche ist nicht zuerst für uns da, damit wir uns wohlfühlen und heimisch uns angenehm haben, sondern sie ist zuerst für andere da. Sie soll offen sein für andere, für die, die noch nicht dazugehören. Ihr habt sicher oder vielleicht schon mal den Satz gehört, das ist nicht mehr meine Gemeinde, ich fühle mich nicht mehr wohl. Okay. Dagegen kann ich dann nur sagen, pass mal auf, ist doch in Ordnung, du bist doch schon Christ. So, du bist es schon. Jetzt hilf mit, dass Gemeinde auch für andere, für komische, für anders tickende Leute auch Lebensraum werden kann. Auch ein Ort, wo sie Christus nachfolgen können. Das war die Botschaft von Jakobus, dem Leiter der überwiegend judenchristlichen Gemeinde in Jerusalem. Gemeinde ist also nicht zuerst der Ort, wo ich was für mich rausbekomme, so ein Wohlgefühl, eine Heimat, auch alles gut und super, sondern es ist der Ort, wo ich gebe, wo ich mich ausstrecke, wo ich anderen diene, gerade auch Leuten, die anders sind als ich, wo ich die anspreche, bewusst mit reinnehme und wo ich mich nicht nur um meinen Wohlfühlort kümmere. Eine amerikanische Theologin, Molly Marshall, hat was dazu geschrieben. Das ist ein Zitat, was ich mir gemerkt habe, weil ich es so gut finde. Die sagt Folgendes. Wenn wir uns die Gemeinde als eine idealisierte Familie vorstellen, sind wir nicht gut fähig, den Fremden willkommen zu heißen. Wenn Familie das einzige Bild ist, was wir von Gemeinde haben, werden die Menschen weggedrängt, mit denen wir keine Vertrautheit erreichen können oder wollen. Weil Vertrautheit oft an soziale und ökonomische Ähnlichkeit gebunden ist, wird die Gemeinde eher ein Ort des Rückzugs als echter Gastfreundschaft. So eine Gemeinde setzt alle ihr zur Verfügung stehenden Kräfte dafür ein, das Fremde zu eliminieren und das Familiäre zu kultivieren. So eine Gemeinde kann weder den Fremden willkommen heißen, noch erlaubt sie, dass das Fremde in uns zum Vorschein kommen kann. Bam, gut gesagt. Aber in der biblischen Familie muss das Fremde oder der Fremde immer wieder Platz finden. Denn in diese Familie gelangt man nicht durch gleiche Erbanlagen, durch gleiches Aussehen, gleiche Prägung, gleichen Musikgeschmack, dadurch, dass man brav gleiche Mittelschicht ist. Man kommt in diese Familie nur von außen durch Adoption hinein. Also mit fremden Genen. Gott hat keine Enkel, er hat nur Kinder und diese Kinder sind alle adoptiert. Ohne Ausnahme.
Also, was ist unser Weg? Unser Weg ist, nicht nur Familie zu sein, sondern Segen kommt es, wenn wir bereit sind, mehr als Familie zu sein, wenn wir Irritationen aushalten, sogar sie begrüßen, wenn Leute anders denken, anders reden. Wenn wir die Irritation aushalten, aber das Fremde auch darüber hinaus begrüßen und umarmen. Wenn mehr Leute dabei sein dürfen, die anders ticken als wir, die aber Gott auch zu sich ruft. Also die Teens, die einen Geschmack haben, die Leute, die noch nicht gut Deutsch sprechen, Leute, die vielleicht vom Bildungshorizont, was ich, kein Realschul- oder Abschluss oder Abitur haben oder so, ja, die anders ticken, die eine andere Sprache drauf haben, ja. So, das war die Herausforderung für die Judenchristen damals. Sie mussten diese aufgebaute Hütte Davids für die Fremden öffnen, damit Raum war für die Menschen aller Völker, die Gott zu seinem Eigentum erklärt hatte. Und das fiel ihnen nicht leicht, aber das war der Weg Gottes. Und das ist auch heute der Weg Gottes. Was geschah auf Dauer? Bei dem Konflikt damals, die Judenchristen, die ihre alten Traditionen hinter sich lassen konnten, die sich nicht daran festgeklammert haben, die lebten mit ihren neuen herausfordernden Geschwistern zusammen und entwickelten sich weiter. Es gab auch Judenchristen, die da gesagt haben, mit uns nicht, wir lösen uns ab, wir machen unser eigenes Ding. Und für die gab es leider kein Happy End. Die zogen nach Syrien oder in die judäische Wüste zum Teil zurück und verschwanden einfach im Lauf der Geschichte. Wir haben noch ungefähr 100, 200 Jahre durchgehalten, dann waren sie weg. Und das Evangelium verbreitete sich entlang der römischen Handelsstraßen unter den Heidenchristen zusammen mit den Judenchristen in einer Gemeinschaft. Und immer mehr Menschen nahmen den Glauben an. Das war der Weg Gottes damals und das ist auch der Weg Gottes heute. Diese Offenheit, das können wir von den Heidenchristen lernen. Ich wünsche uns, dass wir uns dieses Experiment, diese Herausforderung immer wieder neu gelingt. Und das ist etwas, was ich mir für unsere Kirche auf dem Ölberg wünsche. Es wird wieder aktuell werden, wenn der Coronavirus besiegt ist irgendwann und wir wieder ein normales Leben haben können. Das gilt aber genauso gut für andere, für katholische Kirche oder so oder für alle, die so in so ein inneres Ghetto zu driften drohen. Ne? Das ist nicht gut, das ist der Tod. Das Leben ist da, wo wir unser Herz weit machen. Ich wünsche euch geweitete, offene Herzen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wer bin ich, dass der gute Gott mich kennt und bei meinem Namen nennt, meine Sorgen gut versteht? Wer bin ich, dass bei Dunkelheit und Nacht mir der Weg wird hell gemacht für mein ruheloses Herz? Nicht weil ich bin, was ich bin, nur durch das, was du getan, nicht durch das, was ich getan, nur weil du bist, was du bist. Heute bin ich hier, fühl mich lebendig, weiß genau, alles ist endlich. Eine Welle in dem Ozean von den Streifen. Wer bin ich, tief gefallen, weit weg von dir? Deine Sorgen sehen nach mir, helfen liebevoll mir auf. Wer bin ich, ist der, der spricht und schon sich legt, nach mir ruft.
mich bewegt und doch zur Ruhe führt. Nicht weil ich bin, was ich bin, nur durch das, was du getan. Nicht durch das, was ich getan, nur weil du bist, was du bist. Heute bin ich hier, fühl mich lebendig, weiß genau, alles ist endlich. Eine Welle in dem Ozean, Kondensstreifen im Wind, und doch hörst du, wenn ich rufe. Du fängst mich auf, wenn ich falle, und sagst mir, wer ich bin. Nicht durch das, was ich getan, nur weil du bist, was du bist. Heute bin ich hier, fühl mich lebendig, weiß genau, alles ist endlich. Eine Welle in dem Ozean, Kondensstreifen im Wind, und doch hörst du, wenn ich rufe. Du fängst mich auf, wenn ich falle. Ich möchte euch jetzt noch unter den Segen Gottes stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Habt einen gesegneten Sonntag.
aber nicht alles ist gut. Alles ist erlaubt, aber nicht alles, und da häng ich Scheiße. Entschuldigung.